Ja, herzlich willkommen. Neues Jahr, neues Messer. Und ich habe meine kleine Messersammlung mal durchgesehen und habe festgestellt, ich habe kein gutes EDC fixed. Entweder sie sehen zu militärisch aus, zu taktisch, zu, ja, gefährlich, in Anführungszeichen. Oder sie sind zu lang und damit nicht 42A-konform. Und ich war auf der Suche nach einem Messer, das ich A, öfter als nur am Wochenende tragen kann. Ja, das ich als EDC tragen kann, weil ich einfach ein Fan von Fixed bin. Und ich war auch auf der Suche nach einem Messer, das ich jetzt aber nicht, keine Ahnung, für das ich keine 200 Euro ausgeben muss. Und habe ein bisschen gestöbert jetzt über die Feiertage und habe dieses schöne Stück gefunden, das so ziemlich alle Kriterien erfüllt, die ich eigentlich habe. Und zwar ist das ein Outdoor-Messer von Ned Foss. Bin nicht sicher, wer die Marke kennt. Ich bin auch nicht sicher, ob ich es richtig ausspreche. Ned Foss oder Ned Foss. Ich weiß es nicht genau, aber es hat mir auf Anhieb gefallen. Und ja, vielleicht erstmal kurz zu den. Entschuldigung, da macht gerade ein Krieg Radau. Zu den Spezifikationen. Der Stahl, das ist ein rostfreier 8CR 13 MOV Stahl. Wenn ich es noch richtig weiß, so ein bisschen vergleichbar mit 440B oder C, je nachdem, mit wem man spricht. Oder aus 8 Stahl. Ist also rostfrei, relativ schnitthaltig, hat eine Härte von 58 Hz und lässt sich relativ leicht nachschleifen. Ist also so ein guter Mittelklasse Alle-Welt-Stahl, der auch ein bisschen was aushält. Ich habe, wie man sieht, schon ein bisschen geschnitzt und gehackt und auch ein bisschen damit betont. Und hatte das Messer auch die letzten Tage und die letzte Woche mit draußen. Und bis jetzt hat es sich relativ gut geschlagen, also ziemlich gut eigentlich. Ich habe es noch nicht nachschärfen müssen, obwohl ich es ein bisschen rangenommen habe. Die Klinge macht bis jetzt eine echt gute Figur. Die ist 10,5 cm lang, 4,5 cm dick. Also Zentimeter, Millimeter natürlich. 4,5 Millimeter dick. Macht bis jetzt also eine echt gute Figur. Der Griff ist aus G10 und hat drei so Hohlnieten und hier hinten ein Lanyard, das im Lieferumfang enthalten ist. Und was vielleicht schon ein bisschen auffällt, wenn man die Kaber-Becker-Reihe kennt, ist die Form des Griffes und auch des Erls, der hier so ein bisschen rausragt. Das ist so, ja, erinnert mich stark an die Kaber BK279, also 279, 9er Reihe, die alle so ein fast schon identisches Griffstück haben. Der einzige Unterschied ist, dass hier die in der Mitte diese bauchige Form fehlt. Der Griff ist also relativ gerade, lässt sich aber trotzdem sehr gut anfassen. Und wir sind hier, was die Formgebung des Griffs angeht, mit Handschuhgröße 10, das ist so meine Hand, ist das eine sehr gute Passform, sehr angenehm zu greifen, sowohl normal als auch im Reverse Grip, um den, wie sagt der Reini Rossmann immer, um den Power Cut zu machen. Ist also wirklich ein tolles Griffgefühl. G10 Griffschalen.
Die Verarbeitung ist unglaublich gut für ein Messer in dieser Preisklasse, ja, bei unter 50 Euro. Habe ich bis jetzt wirklich nichts auszusetzen. Sowohl Messer als auch Kaidex-Scheide sind ja hervorragend verarbeitet. Der Anschliff von der Fabrik her ist in Ordnung. Ist also gut scharf. Und wie gesagt, das Teil kommt in so einer schönen Kaidex-Scheide. Und klappert nichts, wackelt nichts. Die Kaidex-Scheide kommt auch mit zwei Schräubchen und einem, ja, ich glaube nicht, dass es ein richtiger Techlock ist. Das ist, glaube ich, ein Techlock-Klon. Aber ich bin mir nicht sicher, ich hatte noch nie einen Techlock, deswegen der wird hier unten aufgeklappt. Dann aufgemacht und ist hier mit zwei so Konterschrauben festgemacht an der Kaidex-Scheide. Hier haben wir zwei Spacer, würde ich dazu sagen, die den Griff, den Gürtel führen und die man in der Weite verändern kann. Man kann die also rausziehen und enger machen für kleinere Gürtel, dass das Messer nicht am Gürtel rumflappt. Oder man kann sie ganz rausmachen, wenn man eine richtig breite Koppel hat. Das wären dann 3 Finger weit. Das wäre so das Maximum am Gürtel. Ich habe es jetzt gedreht. Vom Werk her kommt es vertikal montiert. Ich habe es jetzt horizontal zum horizontalen Tragen installiert. Und ich muss sagen, dieses kleine Messer hier, das ist wirklich hervorragend für jeden Tag. Ich hatte es jetzt die letzten Tage und Wochen mit mir jeden Tag dabei. Und es trägt unter der Kleidung absolut nicht auf. Also es ist völlig unauffällig. Niemand bemerkt es, wenn man nicht ausdrücklich jemanden darauf hinweist. Meine Kinder haben es nicht bemerkt, meine Frau hat es nicht bemerkt. Meine Kinder haben es bemerkt, als ich es ihnen gezeigt habe. Aber unter der Jacke, am Gürtel, Jacke drüber, fällt es absolut nicht auf. Und ja, das war so eins der Ziele mit diesem Allround-Camping-Messer. Dass es unauffällig ist. Und wie gesagt, als Hackmesser hervorragend geeignet. Zum Batonen. Ich habe jetzt keinen Stamm oder kein Holz, das ich batonen könnte. Habe ich aber auch schon versucht. Die Klinge ist dick genug, dass sie das schafft. Und dass ich mir da auch keine Sorgen mache, obwohl ich nicht so der Freund bin von Holzbatonen. Aber mit diesem Messer in dieser Preisklasse, sage ich mal, absolut kein Problem. Der Stahl selber ist zäh genug, dass er das locker mitmacht. Und ja, das Messer selbst raspelt und schneidet so richtig schöne Locken, wenn man es drauf anlegt und wenn man richtig stehen kann. Hinter der Kamera immer so ein bisschen schwierig, aber das ist scharf genug, dass es Löckchen schafft.
Und ja, ich habe es die letzten Tage ausprobiert. Ich muss sagen, ich bin erstens überrascht, weil ich immer dachte, ja gut, dieser ganze China-Stahl, der so aus China rüberschwappt, die taugen alle nichts. Und ich muss sagen, vor 10 Jahren mag das auch schon so gewesen sein, aber mittlerweile haben die Jungs doch ihre Messer ganz gut im Griff und ihre Stähle. Und es macht richtig, richtig Spaß, mit diesem Teil zu arbeiten. Ich bin also wirklich sehr begeistert. Und ja, ich habe bis jetzt keine negativen Punkte, die mir bei diesem Messer aufgefallen sind. Wirklich nicht. Also ich habe kein Problem damit zu sagen, wenn die Kanten scharfkantig wären, wenn ich Hotspots hätte beim Anfassen vom Griff, bei längerem Arbeiten. Hat es alles nicht, witzigerweise. Also ich dachte bei 45 €, ja, da musst du wahrscheinlich Abzüge machen. Irgendwo am Messer. Bis jetzt ist mir tatsächlich nichts aufgefallen, was negativ ist. Ja, das wird mein neuer ADC. Ich werde in den nächsten Wochen und Monaten dabei haben, so oft ich kann. Und so oft ich kann auch damit arbeiten. Und da wird auch noch ein Fazit kommen, wenn ich das so mal im Langzeittest hatte, wie sich der kleine Helfer hier geschlagen hat. Bis jetzt, super Teil, alles wunderschön abgerundet, keine scharfen Kanten, Klingenrücken, ist eventuell für den Feuerstahl geeignet, wobei ich, ja, ich persönlich, ich nutze Klingen nie für den Feuerstahl. Das darf jeder so machen, wie er will. Ich mache das nicht. Ist aber eventuell möglich. Müsste man mal testen. Aber ansonsten alles wundervoll gemacht. Also ich bin bis jetzt wirklich begeistert. Ja, das war's. Das wollte ich eigentlich mal zeigen. Erstes Video im neuen Jahr. Dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche und einen guten Start ins neue Jahr 2021. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.